Um die logischen Ebenen fürs Modeling wirklich zu lernen, ist mein Tipp, und ich habe das auch damals selbst gemacht, dass man mit bestimmten Themen durch die Ebenen durchgeht und sich überlegt, wie so ein Thema auf allen Ebenen sich darstellt. Ich nehme mal als Beispiel das Thema Rauchen, was ja eins ist, was manchmal Leute haben. Und man kann sich überlegen, wenn einer raucht, wie raucht er auf Ebene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Wie könnte ich darauf reagieren? Ich sage das immer, die Tante-Erna-Reaktion. Also wie reagiere ich auf der gleichen Ebene, was meistens nichts bringt? Und wie arbeitet NLP über eine Ebene höher, dass es was bringt? Also ein Kontextraucher. Das ist jemand, dessen Problem ist, dass es Zigaretten gibt im Kontext. Die Lösung hier ist ganz einfach. Wenn es keine Zigaretten gibt, dann raucht ihr auch nicht. Das ist die einzige Ebene, wo Tante Erna wirklich was tun kann. Wenn Tante Erna hier die Zigaretten wegräumt, ist das Problem gelöst. Weil Kontextprobleme, erkennt man auch daran, ein Kontextproblem kann jemand anderes für dich komplett lösen. Ab der Verhaltensebene geht das nicht. Das heißt, du kannst jemanden finden, der für dich die Wohnung aufräumt, du kannst aber nicht jemanden finden, der für dich joggt. Das ist Ebene 2. Ein Verhaltensraucher, Ebene 2, den erkennt man daran, dass es ein automatisiertes Verhalten ist. Das heißt, da kann man auch sagen, es raucht. Das sind Leute, die irgendwann die Packung aufmachen und sich wundern, warum die Packung leer ist und sich fragen, wer hat denn das geraucht, ich weiß nicht. Das heißt, wir haben hier einen Automatismus. Und wenn hier Tante Erna kommt und sagt, lass es doch einfach, rauch doch einfach nicht. Du weißt selber, wenn du irgendwann mal versuchst, ein automatisches Verhalten, sowas wie Nägel kauen oder ähnliches, durch Willen abzustellen, das klappt einfach nicht. Das heißt, hier merkt man zum ersten Mal den NLP-Ansatz, dass ich über die nächsthöhere Ebene gehe. Ich gehe im NLP über Ebene 3, um auf Ebene 4 etwas zu verändern. Das ist dieser Paradigmenwechsel, dieser Sprung der Ebenen. Aber Tante Erna würde hier sagen, du rauchst, ist ungesund, lass es einfach bleiben, klappt nicht. Der Strategieraucher auf Ebene 3, der raucht, um mit dem Verhalten des Rauchens zum Beispiel einen bestimmten Wert zu erreichen. Das heißt, die Strategie verbindet einen im Grunde guten Wert mit einem zweifelhaften Verhalten. Das heißt, der raucht zum Beispiel, um sich zu entspannen oder der raucht, um sich zu belohnen. Jetzt würde Tante Erna an der Stelle mit Recht sowas sagen wie entspann dich doch anders, belohn dich doch anders. Die Grundidee stimmt ja. Es ist nur wieder so, es hilft nichts. Wir haben im NLP hier den Six-Step. Hier könnte man im Six-Step reingehen. Also Ebene 3 wäre jemand, der raucht, um etwas zu machen. Jetzt kommen wir auf die oberen logischen Ebenen. Auf Ebene 4 gibt es immer die beiden Themen Glaubenssätze und Werte. Der Werteraucher, da gibt es zwei Varianten, ich liebe sie beide. Das eine ist der Wertekonfliktraucher. Der kommt ins Coaching und sagt, ich rauche, ich will nicht aufhören, aber ich würde gern aufhören wollen. Können Sie machen, dass ich aufhören will, obwohl ich eigentlich gar nicht, also man merkt, zwei Seelen fühle ich ach in meiner Brust und die eine und die andere. Tante Erna würde ja sagen, hör doch einfach auf oder zwing dich doch oder mach's doch einfach, weil Sie wissen, klappt nicht wirklich. Der andere Werteraucher, das ist der mit einem zu niedrig bewerteten Wert. Der kommt ins Coaching und sagt, vielleicht sollte ich meine Gesundheit wichtiger nehmen. Wo man schon hört, der hat einen Wert und der ist zu niedrig. Über solche Leute hat Eveline Maas mal gesagt, manchmal reicht schon ein einziger Herzinfarkt, um ganz viel im Leben zu ändern. Das wäre so der Klassiker, ein signifikantes emotionales Ereignis oder ein netteres Beispiel, jemand wird vielleicht Vater oder Mutter, ein signifikantes emotionales Ereignis ändert die Werte und plötzlich hört einer auf zu rauchen. Der Glaubenssatzraucher, der hat eine Begründung. Der sagt, ich würde hier aufhören, aber die machen da so Zeug rein oder wenn du aufhörst, wirst du dick. Also es kommen Glaubenssätze. Da kommt Tante Erna und sagt, glaub doch nicht so einen Scheiß. Stimmt doch gar nicht. Man weiß, Leuten, die Glaubenssätze haben zu widersprechen, hilft nichts. Der Persönlichkeitsraucher, der sagt, ich bin Raucher. Immer schon gewesen. Ich kam schon so auf die Welt. Raus aus dem Mutterleib, Zigarette angestückt. Das ist der Persönlichkeitsraucher. Und da merkst du jetzt schon, wenn einer hier oben raucht, verglichen mit hier unten, das ist eine völlig andere Art von Vorgehen, eine völlig andere Art von Coaching. Hier braucht es eine Persönlichkeitsveränderung, hier braucht es eine Verhaltensveränderung. Und jetzt kommt eben 6, der Zugehörigkeitsraucher.
Das ist die Ebene, auf die meisten Leute überhaupt einsteigen, warum sie rauchen. Der raucht, um zu einer bestimmten Gruppe dazuzugehören. Die meisten Leute, die angefangen haben zu rauchen, rauchen, weil sie erwachsen sein wollen, weil sie vor ihren Freunden gut dastehen wollen, weil man in dieser Gruppe einfach raucht. Da würde Tante Erna sagen, such dir neue Freunde, wo man merkt, ab jetzt wird es mit der Ökologie vielleicht ein bisschen schwierig, sich dafür neue Freunde zu suchen, aber wer weiß. Und der spirituelle Raucher, da ist es ganz lustig, ich habe noch keinen getroffen, der ein Problem damit hatte, auf Ebene 7 zu rauchen. Man kann sich vorstellen, es könnte sein, dass Leute rauchen in einem Ritual, um mit Göttern oder mit den Ahnen in Kontakt zu kommen. Aber ich habe noch niemanden getroffen, der damit ein Problem hatte. So kann man das Thema Rauchen durch alle Ebenen gehen und sich jetzt, und ich glaube, dazu machen wir einfach ein anderes Video, überlegen, wie könnte ich das Thema auf jeder einzelnen Ebene anpacken, um jemandem zum Beispiel zu helfen, vom Rauchen wegzukommen.